Ich mache heute für euch Spaghetti Carbonara und werden wir die Frage aller Fragen klären, mit oder ohne Sahne. Das allerbeste an Spaghetti Carbonara ist, dass es so wahnsinnig schnell geht. Ich habe jetzt hier Nudelwasser aufgesetzt und bis die Nudeln fertig sind, ist auch die Soße soweit. Versprochen. Noch ein weiterer Vorteil an dem Gericht ist, dass es nur ganz wenige Zutaten hat. Und zwar habe ich hier Pancetta. Das ist hauchdünn geschnittener italienischer Bauchspeck. Ihr könnt aber auch normalen Bacon nehmen, wenn ihr den nicht bekommt. Dann natürlich Parmesan. Und für die Fedi-Note noch ein ganz bisschen Zitrone. Und natürlich frische Eier. Ich beginne damit, den Pancetta zu schneiden. Das Gute ist, dass der Speck schon so schön dünn vorgeschnitten ist. Deswegen brauche ich ihn nur noch in kleine Würfel zu schneiden. Dann brauchen wir jetzt unseren Parmesankäse. Ich nehme mal eine Vierkantreibe, diese hier. Und man sagt pro Person ungefähr eine halbe Tasse voll geriebenen Parmesan. So, Felix, bereit für den Lieblingsmoment? In diese Schüssel schlage ich jetzt zwei Eier. Die Eier werden gewürzt mit frischem Pfeffer und einer Prise Salz. Und jetzt, liebe Italiener, Hobbyköche, Köche und sonstige Nudelexperten, bitte schaut kurz weg, denn ich gebe einen mini kleinen Schluck Sahne zu der Einmischung. Einfach, weil ich finde, dass es ein bisschen cremiger ist und dadurch einfach ein bisschen leckerer schmeckt. Auch wenn es ein totales No-Go ist. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich weiß das. Wirklich nur ein Schuss, okay? Ich hoffe, ihr könnt meinen Kanal jetzt noch ernst nehmen, jetzt wo ich Sahne in die Carbonara gemacht habe. Immerhin kein Kochschinken. Okay, verquirlen. Jetzt hole ich mal eine Pfanne. Ich warte jetzt noch kurz, bis das Nudelwasser kocht. Und in der Zeit könnt ihr mal auf Abonnieren klicken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. So, das Wasser kocht fast. Dann kommt jetzt etwas Salz hinein. Viel Salz. Immer wichtige Regel beim Nudelnkochen. Viel Wasser, viel Salz. Auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen warten müssen, bis es kocht. Weil ne, das Salz senkt deine Temperatur. Ne? Das habe ich mal in der Schule gelernt. Vor 4 Jahren, als ich Abitur gemacht habe. Gott, das sind 14 Jahre. Da kommt gleich ein alter Raucherhusten. Nein, ich rauche nicht. Ich habe nur eine kleine Erkältung. Yes. Time for the pasta. Good English, I'm speaking. Also dieser Topf ist ja wirklich schön und hält die Wärme wirklich lang. Aber bis die Wärme erstmal da drin ist, das dauert. Rein mit der Pasta. Dann darf jetzt auch etwas Olivenöl in die Pfanne. Und auch vielleicht nicht ganz original, aber Feli, ich nehme eine Knoblauchzehe. Die darf als Aromat mit in die Pfanne. Knoblauch an sich nicht, aber so ein kleiner Kuss vom Aroma, das finde ich schön. Ich hatte früher einen besten Freund, Pipo hieß der. Und ich habe in Berlin gewohnt und er in Bremen. Und er ist eigentlich jedes Wochenende gekommen. Und wir haben immer Spaghetti Carbonara gegessen und 2 Brokkoli, weil das war unser Lieblingsgemüse. Deswegen bin ich voll der Carbonara-Experte, weil ich das schon so oft gemacht habe. Liebe Grüße, Pipo. Das reicht jetzt eigentlich auch schon. Der Speck soll nicht zu braun werden. Ich mixe jetzt den Parmesan unter das Ei. Und dann kommt gleich der spannende Moment, die Hochzeit. Wenn die heißen Nudeln mit der Eisoße und dem Speck zusammenkommen und alles gerade binden soll, aber nicht zu Rührei wird, bin immer sehr aufgeregt. Ich würze die Masse nach. Mit Feli-Style ein bisschen Zitronenabrieb natürlich. Ich denke, spätestens jetzt muss ich Originalrezept aus dem Titel streichen. Aber ich kann ja reinschreiben, die leckerste Carbonara. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Carbonara macht. Nehmt ihr etwa Kochschinken? Oder macht ihr es ganz traditionell nur mit Ei oder sogar nur mit Eigelb? Es gibt ja ein paar Varianten. Ich finde es spannend, wie macht ihr es? So, die Nudeln sind perfekt al dente. Ich habe den Herd mit dem Speck jetzt ausgestellt. Und nun mache ich es folgendermaßen. Die Nudeln einfach samt ein bisschen Kochwasser in die Pfanne. Wichtig ist, dass man beim Wort Pfanne immer das P weglässt. Pfanne. Und jetzt kommt nämlich die Hochzeit. Hier ist die Eimasse. Und jetzt wird das Ganze schön zusammengerührt und die Resthitze von den Nudeln und dem heißen Pancetta wird für die nötige Bindung sorgen. Perfekt gelungen, yes! Noch ein bisschen schwarzer Pfeffer. Wir können anrichten. Die cremigste Carbonara aller Zeiten. Naja, vielleicht Neuköllns, ne? Übertreiben wir es mal nicht, Frau Thelen. In Italien schmeckt es immer noch am besten. Ein kleines bisschen von die Käse oben drauf. Carbonara. Der Moment des Probierens. Boah, ich habe so mega, mega Bock. Letztes Mal habe ich ja tote Oma gekocht. Da hatte ich jetzt fast so viel Bock, sage ich mal drauf. Aber das hier, Achtung, alle weggucken, wenn ich wieder meinen Mund aufreiße wie so ein Löwe.
Ich habe bestimmt schon seit 3 Jahren keine Carbonara mehr gekocht und ich frage mich ernsthaft, warum nicht? Das schmeckt so hervorragend. Ich würde mich freuen, wenn ihr es mal nachmacht und mir in die Kommentare schreibt, ob ihr es auch so gerne habt. Und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh, so lecker.